sonntags macht mir das Leben Spaß. Ich weiß, es kommt am Sonntag wieder am Fernsehen. Alle Leute schauen das, Millionen von Zuschauern. Und ich darf das alles richten für die. Das finde ich echt toll. Die Fernsehbühne im Europapark ist nur ein Einsatzort von Gerhard Fischer. Sein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr früh in der Gärtnerei des Parks. Na, Christine, fahrst du nach Island zum Flammlachsstand? Ja. Und parkst du mich auf der rechten Seite dann? Heute kommen ein paar neue Gräserkübel in den Park nach Island. Also morgens ist manchmal eine ziemlich hektische Stimmung. Die ganze Zulieferfirma für die Gastro müssen ihr Zeug liefern, wir müssen unsere Sachen bearbeiten. Die Handwerker sind alle im Park morgens. Also es ist relativ hektisch manchmal morgens, dass jeder seinen Weg findet dann auch wieder. Es wird ein heißer Sommertag im Europapark. Tausende von Kübelpflanzen und Blumenbeeten brauchen am Morgen reichlich Wasser. Durch diese Hitzeentwicklung jetzt der letzten Tage trocknen die Beete wahnsinnig schnell aus. Wir haben vier von diesen Fässern sind unterwegs morgens im Park. Und zusätzlich noch zwei Traktoren mit 10.000 Liter Fässern, wo die größeren Beete dann begießen. Bevor die ersten Besucher kommen, nutzen Gerhard Fischer und seine Kolleginnen noch schnell die Zeit, um ein paar Pflanzen auszuputzen. Passend zu Italien wächst es hier in Grün, Weiß und Rot, den Farben der Landesflagge. Pinien, Palmen und Zitronen sorgen für ein mediterranes Ambiente. Die jeweils passende Bepflanzung gehört zum Konzept des Europaparks und ändert sich von Land zu Land. Für Gerhard Fischer sind Blumen und Zierpflanzen allerdings mehr als nur Kulisse. Ich denke, wir sind ja ein Park. Also nicht nur ein Freizeitpark, sondern auch ein Park. Und ich denke, viele Besucher schauen schon auf die Pflanze. Und durch die Rückmeldungen, die wir immer wieder kriegen von den Besuchern, das macht denen richtig Spaß, hierher zu kommen, nicht nur die Bahn zu fahren, sondern einfach auch den Park anzuschauen, den grünen Bereich. Und der macht über die Hälfte des rund 100 Hektar großen Freizeitparks aus. 5000 Bäume und bis zu einer Viertelmillion Blumen schmücken das Gelände. Echte Flussläufe bringen etwas natürliche Idylle in die künstliche Vergnügungswelt. Genauso wie die einzigen tierischen Bewohner des Parks. Das sind jetzt unsere drei Schafe von Irland. Das Dunkle ist die Big Mama. Das Vordere hier ist Pünktchen, hinten das haben wir Cementa genannt. Und wir müssen jetzt füttern. Die kriegen jetzt Heu und Kraftfutter. Und dann müssen wir noch ein bisschen sauber machen mit dem Laubbrechen. Gerhard Fischer ist auf dem Bauernhof groß geworden und freut sich jeden Morgen über einen Hauch von Landluft. Aber vor allem ist er Gärtner mit Leib und Seele. Am liebsten kümmert er sich um die Deko von Veranstaltungen im Europapark. In der Fernseharena von Immer wieder sonntags hat die Begrünung diesmal eine besondere Bedeutung. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wirklich viel Masse auf der Bühne ist dieses Jahr. Weil die Zuschauerbereiche komplett ausfallen, muss die Bühne wirklich voll sein. Konzept ist wichtig, immer was Hängendes. Die Schale muss immer was Hängendes rein sein, die andere Pflanze immer was Stehendes. Und ja, bunt vor allen Dingen auch, ja. Das sehr bunt ist und leuchtet und in der Kamera gut rauskommt. Ja. Funktioniert. Duftjasmin, die Pladenien und jede Menge Geranien bringen die Bühne zum Strahlen. Auch das gehört zu seinem Job. Hecken und Sträucher trimmen, während andere mit Puls 180 vorbeirasen. Manchmal nur wenige Handbreit entfernt. Aber zum Glück gibt's auch die ruhigeren Ecken, wie den idyllischen Schlosspark. Für Gerhard Fischer ist es die Mischung aus Natur und prallem Leben, die ihn beim Gärtnern im Europapark jeden Tag aufs Neue begeistert. Das Grüne, die Freie in der Natur sein, die Pflanze. Wenn ich sehe jeden Tag, wie sie wachsen, wie sie blühen, das ist so ohne im Europapark natürlich, immer mit den Besuchern. Da wird man immer wieder angesprochen, auch während der Arbeit plötzlich kommen Leute auf einem zu und sagen, Mann, haben Sie das schön gemacht. Finde ich toll. Und das macht wirklich Spaß dann. Guten Morgen, Frau Reisig.
Frau Reisig, ich bin in England. Der Vorplatz müsste noch besser gereinigt werden. Ja, und auch Teppich. Ansonsten, ja, bitte, und auch Staub. Staub wie immer. Oh ja. Okay, bitte noch einmal durchkommen. 7.30 Uhr. Heidi Schmidt kontrolliert die Arbeit der Putzfirma. Heute ist sie unzufrieden. Nee, muss gemacht werden. Bitte zurückkommen. Danke. Es muss schnell gehen. Bis spätestens 8 Uhr muss alles tipptopp sein, denn dann kommen die ersten Besucher. Aha, hier waren sie noch nicht. Die Chefin des Reinigungsservice im Europapark hat alles im Blick. Auch Kleinigkeiten entgehen ihr nicht. Hier, diese Hundestation. Ja, Hundestation, bitte. Ja, das geht jeden Morgen zackig. Der Park ist groß und wir schauen so viel wie möglich zu kontrollieren. Also Fremdfirmen zu kontrollieren und dann später die eigenen Leute. Boden klebt. Das ist nicht gut. Wieder eine Reklamation. Ja, Frau Reisig, ich bin in Italien. Boden verschmiert, klebrig. Bitte zurück. Penible Hygiene ist in diesen Tagen das A und O. Heidi Schmidt führt ein strenges Regiment. Trotzdem ist es ihr aber auch wichtig, dass es den Mitarbeitern gut geht. Wenn du Probleme hast, anrufen. Immer anrufen, genau. Und viel, viel trinken. Es wird heiß heute. Viertel nach acht. Die ersten Besucher strömen in den Park. Den ganzen Tag über ist es wichtig, dass es überall sauber bleibt. Nichts soll das Vergnügen trüben. Jetzt beginnt die Zeit der sogenannten Papermen. Hier alles. Sie sammeln Papier und Zigarettenstummel auf. 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Reinigungsservice im Europapark. Heidi Schmidt Hallo. Braucht gerade jetzt jeden einzelnen von ihnen. Guten Morgen, Marian. Alles gut bei dir? Und da kennt sie kein Pardon. Wer will Urlaub? Urlaub gestrichen. Es gibt keinen Urlaub. Ja, sag ihm das wirklich. Er kann Urlaub nehmen nach der Saison, aber nicht während der Saison. Im Büro von Heidi Schmidt wird der Einsatz des Personals koordiniert. Dora, aber die kam schon um 7, gell? Ja. Schlecht. 36 Toilettenanlagen müssen rund um die Uhr betreut werden. Auch die Bühnenflächen werden regelmäßig gewienert. Die Sitze der Achterbahnen nach jeder Fahrt desinfiziert. Inzwischen ist es 11. Im Park und auf den Toiletten herrscht Hochbetrieb. Kontrollbesuch bei WC-Betreuer Peter Schweitzer. Und diesmal ist Heidi Schmidt hellauf begeistert. In deine Toilette kannst du dich in der Wand spiegeln. Ja. Das gibt's fast in keiner Toilette. Also das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Seit Corona wird hier nach jedem Toilettengang geputzt und desinfiziert. Zur Freude der Parkbesucher. Na, ich sehe das ja auch, dass wir den ganzen Tag da rumlaufen. Also ich sehe, dass ich die Toilettendinger runter mache. Und dann hat man schon ein anderes Verhältnis. Ah, man weiß ja, du bist sauber. Bei aller Hektik nimmt sich Heidi Schmidt aber auch mal Zeit für persönliche Gespräche. Manchmal ist sie dann ein bisschen Seelsorgerin. Liebeskummer, Krankheitsgeschichten, wie geht's dem Mensch eigentlich persönlich selber? Das ist mir sehr wichtig, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Wenn sie gerne zur Arbeit kommen, arbeiten sie auch dementsprechend gut. Das gilt auch für die Chefin selbst. 12 Uhr mittags, Zeit für eine Pause beim Märchenwald am See. Ein hektischer Vormittag liegt hinter Heidi Schmidt. Gut, dass es im Park auch ruhigere Ecken gibt.
Als Bernd Maurer in den 80er Jahren sein Haus gebaut hat, da war es hier noch beschaulich. Eine ruhige Oase am Ortsrand von Rheinhausen-Oberhausen. Heute, 35 Jahre später, ist die Hauptstraße zu den Stoßzeiten immer wieder verstopft. Vor allem morgens, bevor der Europapark öffnet. Ja, der Verkehr nimmt halt schon jedes Jahr immer noch mehr zu. Also es ist zwar nicht so denkbar, oder ich habe das nicht geglaubt, dass es so zunimmt. Ne? Jetzt durch Corona bedingt ist momentan ein bisschen weniger, aber ich habe mir es zur Zeit abgewöhnt, auf dem Balkon zu frühstücken zum Beispiel. Das Gekreische der Besucher stört Bernd Maurer nicht. Auch seine Kinder gehen gerne in den Europapark. Und doch hat er es genossen, als der Park wegen des Corona-Lockdowns geschlossen war. Man hätte auch gesehen, als man in Ruhe war jetzt, wie vor 20, 30 Jahren, wie als zu Beginn. Und das wünschen wir uns, denke ich, viele, dass es sich ein bisschen in Grenze hält und der Rummel nicht jedes Jahr noch größer wird. Seit seiner Eröffnung 1975 ist der Europapark ständig gewachsen. Auf fast 100 Hektar hat er sich mittlerweile ausgebreitet. Zuletzt kam die Wasserwelt Rulantica dazu, die noch weiter wächst. 5,7 Millionen Besucher waren es im letzten Jahr, ein neuer Rekord. Die allermeisten reisen mit dem Auto an. Und das bekommt man auch im benachbarten Rheinhausen zu spüren. Abends, wenn die Leute vom Park heimfahren, ne, da wird es schon mal richtig voll. Ne? Und es gibt so ein paar Feiertage, da ist dann ein bisschen auch richtig Stau dann. Ne? Man weiß es, wenn man hierher zieht. Also ich wusste das, mir wurde das schon gesagt, wenn ich hierher ziehe, dass es hier viel Verkehr hat. Es geht ja am frühen Morgen dann schon los, die erste. Und dann werfen die Leute auch Abfälle gerade raus, wo sie gerade gehen und stehen. Ja. Ist auch nicht so lustig. Bist auch ständig am Aufräumen, dann das andere weggeschmissen hin. Aber die Menschen in der Region profitieren auch vom Europapark. Er gibt Tausenden Arbeit, neue Wohngebiete entstehen. Rheinhausen ist in den letzten Jahren um ein Drittel gewachsen. Es gibt noch Geschäfte und Gasthäuser. Viele verdienen sich mit privaten Ferienwohnungen etwas dazu. Wohnungen, die an anderer Stelle fehlen und das Wohnen hier teuer machen. Alles in allem kommen die Anwohner mit dem Besuchermagnet Europapark ganz gut aus. Bis vor 2 Jahren. Zum ersten Mal ein echter Aufstand, als Pläne für eine Seilbahn ins benachbarte Elsass publik wurden, mitten durchs Naturschutzgebiet. Auch Bernd Maurer engagiert sich seither in der neu gegründeten Bürgerinitiative. Die Seilbahnpläne liegen erstmal auf Eis. Trotzdem sieht er langfristig die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt im Naturschutzgebiet in Gefahr. Die Auenlandschaft des Taubergießen mit seinen stillen Altrheinarmen, eines der wenigen ursprünglichen Naturparadiese in Europa. Der Eisvogel ist ja hier heimisch, ja. Und zahlreiche andere Vogelarten überwintern hier im Gebiet. Ja. Im Moment ist jetzt Ruhe, aber wir befürchten halt, dass doch die Planungen weitergehen. Gerade was Elsass auch betrifft und dass die Planungen weitergehen und es hier auch hier noch eingedrungen wird. Ja. Das ist unsere größte Befürchtung. Es gibt sie noch, die ruhigen, idyllischen Momente daheim bei den Maurers im Garten. Bernd Maurer geht bald in Vorruhestand. Mit dem Straßenlärm hat er sich irgendwie abgefunden. Sein Haus steht nun mal da, wo es steht. Aber er wünscht sich, dass halt vielleicht sanftes Wachstum einsetzt. Keiner hat die Illusion, den Park wegzukriegen, aber dass er sich das Wachstum in Grenze hält und auch die Verkehrsprobleme oder die ganze damit verbundene Probleme sich in Grenze halten oder vernünftig gelöst werden. Ja. Fürs Erste hat er zumindest eine Verschnaufpause. Corona hat nicht nur den Verkehr, sondern auch die Investitionen des Parks gebremst. Doch Bernd Maurer wird die Expansionspläne weiter kritisch beobachten. Er ist unterwegs, viel unterwegs. Mehr als 10 Kilometer wird er heute machen und hat dabei auf alles ein Auge. Dürfte ich Sie bitten, die Maske aufzusetzen? Dankeschön. Überall schaut er, dass es läuft. Mit allen Sinnen erlebt Thorsten Maron den Trubel des Vergnügungsparks. Das heißt zuerst einmal die Musik, ob wir die Musik auch hören. Achte auf Sauberkeit. Ja, und dann beobachte ich auch ganz gerne einfach das Verhalten unserer Gäste. Der Europapark.
13 Achterbahnen, über 100 Fahrgeschäfte auf einer Fläche von fast einem Quadratkilometer. 15.000 Menschen dürfen derzeit unter Corona-Bedingungen in den Park. An Spitzentagen sind es sonst dreimal so viele. Hallo und herzlich willkommen im Europapark. Schön, dass Sie da sind. Bitte tragen Sie Ihre Masken in allen Indoor-Bereichen und in allen Attraktionen über Mund und Nase. Deutlich weniger Menschen also und trotzdem mehr Arbeit für Thorsten Maron und seine Kollegen. Wir haben auch mehrere Teams jetzt im Einsatz, die dann die großen Warteschlangen und die Warteschlangen auf den Wegen dann beobachten und abgehen und eben daran erinnern. Es gibt wenige, die dann nicht mit ganz so viel Verständnis drauf reagieren. Ja. Aber in der Regel ist es sehr, sehr positiv. Für den Park ist es ein Drahtseilakt. Spaß und Vorsicht müssen zusammengehen. Würde sich das Virus hier verbreiten, ein Desaster. Viel Verantwortung für Thorsten Maron. Aber auch bei technischen Problemen muss der Parkleiter ran. Wo seid ihr überall? Da ist mir jetzt vorhin gemeldet worden, dass wir hier am Bahnübergang die Signalklingel ausgefallen. Gucken, wann der nächste Zug kommt. Alles wieder in Ordnung, prima. Können wir weitergehen. Auf der Oldtimerbahn ist einer der Wagen stehen geblieben. Doch der Schaden ist schnell behoben. Es war nur ein kleiner Defekt, es war der Stromabnehmer hier unten. Der war abgerissen, den haben wir jetzt repariert, ein neuer montiert. Es ist ein ruhiger Tag im Europapark. Genauso wie damals, vor 2 Jahren, als der Park seinen bis dahin schwärzesten Tag erlebte. Ein Feuer hier bei den Piraten in Batavia wurde zu einem verheerenden Großbrand. Thorsten Maron war auch an jenem Tag der Parkleiter. Also ich hatte 2 Sorgen an dem Moment. Zum einen eben die Batavia dann von den Gästen und Mitarbeitern räumen zu lassen. Und zum anderen, was machen denn die anderen Parkgäste in dem Moment? Und da war auch klar, dass ich sämtliche Schranken, Drehkreuze und Tore im Eingangsbereich öffnen möchte, damit ebenfalls eine Masse an Menschen kommt, die nicht durch irgendwelche Engstellen dann noch aufgehalten wird. Angst hat er selbst keine gehabt. Er hat damals einfach funktioniert. Jetzt wieder durch die neue Piratenstadt zu fahren, für ihn immer noch ein besonderer Moment. Von dem her verbinde ich da schon sehr viel Emotionen auch damit. Und bin umso, einfach wieder freudig, dass wir den Gästen die Attraktion anbieten können. Heute ist ein drohendes Gewitter seine größte Sorge. Die Wolken muss ich ein bisschen im Auge behalten, dass wir nicht... Dass wir das rechtzeitig erkennen, falls ein Gewitter aufziehen sollte, dass wir da reagieren. Da möchten wir natürlich, oder möchte ja auch keiner in der Achterbahn drin sitzen. Aber dann bleibt es doch trocken. Die einzige Erfrischung kommt von der Wasserbahn Poseidon. Koordinieren, kontrollieren, schauen, dass der Laden läuft. Für Thorsten Maron ist genau das der Traumjob. Manchmal muss er verärgerte Besucher besänftigen oder vermisste Kinder suchen. Auch das gehört dazu. Inzwischen ist es bald 7. Thorsten Maron ist seit 11 Stunden auf den Beinen. Der Park ist fast leer, aber sein Handy steht immer noch nicht still. War ein sehr guter Tag. Mir hat er persönlich viel Spaß gemacht. Es war eine schöne neue Erfahrung. Rundum glücklich und zufrieden. Es war ein schöner Tag. Aber jetzt wissen Sie auch, was Sie gemacht haben heute. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ja, das ist richtig. Einige Schritte durch den Park gemacht. Wie viel weiß ich jetzt allerdings nicht. Es sind einige Tausend sicherlich. Dann guckt er doch noch mal auf seinen Schrittzähler. 19.000 Schritte waren es heute, fast 14 Kilometer. Morgen hat er frei, dann macht ein anderer den Parkleiterdienst. Das ist ein seltener Moment im Tag von Andreas Wilhelm. Ein Moment der Ruhe und des Innehaltens in der norwegischen Stabkirche. Denn normalerweise ist er ständig im Park unterwegs. Hallo, dürfen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, oder? Ich bin der katholische Seelsorger im Europapark.
bin seit 15 Jahren hier im Park. Zwanglos kommt Andreas Wilhelm mit den Parkbesuchern ins Plaudern, redet mit ihnen über Gott und die Welt. Ich wusste jetzt nicht, dass der Europapark eine Seelsorge hat. Die Parkbesucher sind sichtlich überrascht, hier einen Kirchenmann zu treffen. Sie sprechen Deutsch? Ja. Und dürften wir Sie ganz kurz schnell mal zu einer Aktion einladen? Aber die meisten lassen sich auf ihn ein. So, und dass sie einfach der Kugel eine andere Richtung geben. Eine andere Richtung? Gerade jetzt wieder, loslaufen. Das heißt, sie haben gerade eben 2,8 Tonnen einfach weitergeschoben. Okay. Was ja sonst einem uns schwerfallen würde. So ist ja in unserem Leben, dass manchmal, ja, manches Schwere durch die entsprechende Unterstützung ganz leicht ist. Die Menschen sind eigentlich glücklich, angesprochen zu werden, von sich zu erzählen, woran sind sie gerade, welche Erfahrungsfelder, um letztendlich auch in ihrem Leben ein Stück weiterzukommen. Jemand hört, ich bin nicht nur der Kunde, der irgendwelche Fahrgeschäfte absolviert, sondern ich bin persönlich wahrgenommen. Ein kirchlicher Seelsorger, ausgerechnet mitten im größten weltlichen Rummel des Landes. Erstaunlich. Aber kein Zufall. Und auch das ist kein Zufall. Ein Hotel im Stil eines portugiesischen Klosters. Auch im Innern wirkt vieles originalgetreu. Vom Kreuzgang über die reich geschmückte Eingangshalle bis hin zur Pilgerkapelle. Die Besucher von der Erzdiözese Freiburg staunen. Das ist eine echte Kapelle, genau genommen vom Fachbegriff her ein Oratorium. Und mit einem spanischen Altar aus Toledo. Die Kapelle wird rege genutzt. Wir haben so 50 Traumen, die wir in etwa, wenn ich die evangelische Seite noch dazu nehme, sind wir bald bei 70 Traumen, die wir übers Jahr begleiten. Vorsicht da! Andreas Wilhelm stößt seine Gäste auf überraschend viel Religiöses. Mitten im Gewimmel, von den meisten unbeachtet, eine weitere Kapelle, erbaut lange vor dem Europapark. Spätestens im Café Benedetto wird klar, wie eng der Draht der Betreiberfamilie zur Kirche ist. Ein ganzer Raum ist Papst Benedikt XVI. Gewidmet. Die norwegische Stabkirche, der Lieblingsort von Andreas Wilhelm, mit ihrer beeindruckenden Holzkonstruktion und den Deckengemälden. Und auch hier wird der tiefe Glaube der Unternehmerfamilie sichtbar. Es ist wirklich der Sakralort der Familie Mack auch, wie man an den Medaillons feststellen kann, wo sämtliche verstorbene Freunde oder verstorbene Familienmitglieder präsent gesetzt werden über ihren Namenseintrag. Ja. So ein bisschen wie im Urlaub, wenn man da auch eine Kathedrale sich anschaut. Ne? Und ja, ich finde, das ist ganz positiv, so auch mal Kirche und Religion zu erfahren in so einer Umgebung. Ne? Dass das tatsächlich so unproblematisch hier integriert ist, das kenne ich aus keinem anderen Setting. Ja? Also ich war in vielen anderen Freizeitparks auch schon, da wäre das überhaupt nicht vorstellbar. Ja? Andreas Wilhelm arbeitet seit 15 Jahren im Europapark. Angestellt ist er beim Erzbistum Freiburg. Man spürt, hier hat einer seine Berufung gefunden. Aber warum gerade hier, wo viele vor allem den Adrenalinkick suchen? Ich glaube, dort, wo die Menschen sich tagtäglich begegnen, unterwegs sind, dort als Kirche präsent zu sein, unter den Menschen erlebbar zu sein, mit der und jener Fragestellung auch wirklich einzugehen, auf heutige Fragestellung. Das ist ganz wesentlich für die Kirche. Jeder Tag ist anders. Mal führt er auf dem christlichen Spurenweg durch den Park, mal hört er sich die Sorgen von Besuchern und Mitarbeitern an, dazu immer wieder Trauungen und Taufen. Und ja, ab und zu genießt auch er den Höllenritt auf der Achterbahn. Ja, natürlich. Es ist ein besonderes Erleben, auch ja, wie in einem Flugzeug hier auf Blue Fire plötzlich in einem freien Fall sich zu erleben. Zwischen freiem Fall und ruhigen, besinnlichen Momenten. Der Job des Seelsorgers im Europapark ist wahrlich vielseitig.